Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, Schleswig-Holstein bezeichnen wir immer gerne als das schönste Bundesland der Welt und die Schlei mit der sie umgebenden Landschaft ist mit Sicherheit einer der größten Gründe dafür. Wenn Sie sich das mal angucken, Burgsee mit seinen Ufern voller Schilf und Wald und vorbei an Schloss Gottorf, Möweninsel, Heiterbu, Selkanor, über die große Breite fahren, weiter über Missunde, Ulsnis, Lindaunis, Arnis, Kappeln, Marsholm, Olpenitz nach Schleimünde, dann erkennt man, dass dort zwischen Angeln und Schwansen ein ganz tolles Stück Heimat liegt. Ein ganz tolles Stück Heimat übrigens, was von Anfang bis Ende in der gesamten Länge FFH- und EU-Vogelschutzgebiet ist. Und wer das einmal erlebt hat, der vergisst diese schöne Landschaft auch nicht mehr. Und wie identitätsstiftend das übrigens ist, sieht man auch daran, wer heute hier redet. Denn es sind ja in erster Linie die Wahlkreisabgeordneten, die Abgeordneten, die dort zu Hause sind, die hier für ihre Heimat sprechen. Links und rechts der Schlei bestellen die Landwirte ihr Land und viele Orte haben sich dort auf den Tourismus eingestellt. Und das ist deshalb so, weil wir unsere schöne Heimat natürlich gerne mit den Besuchern auch teilen, denn bei uns kann man sich sowohl wohlfühlen wie auch erholen. Sowohl die Landschaft wie auch der Tourismus sind sehr wichtige Faktoren und auch die Menschen in Landwirtschaft und Tourismus sind uns sehr wichtig. Aber leider gibt es in dieser tollen Landschaft auch Probleme, Umweltprobleme. Schleimünde ist von Erosion bedroht, in Schleswig im Wikingeck dringen Giftstoffe in das Wasser der Schlei und auf dem Grund der Schlei liegt Faulschlamm, der eine sauerstoffarme, sauerstofffreie Zone schafft, in der das Leben abstirbt. Und darum geht es hier heute. Es geht darum, die Wasserqualität der Schlei wieder zu heben. Es geht darum, wieder für Artenreichtum und für eine gute, gesunde Natur zu sorgen. Und dazu ist es wichtig, dass wir die Symptome bekämpfen und die Ursachen angehen. Und wie das gehen kann, das haben uns die Kreise Schleswig-Flensburg und Rendsburg-Eckernförde in einem sogenannten integrierten Schleikonzept ja gezeigt. Das haben sie umrissen. Einfach gesagt geht es hier um die Betrachtung von Stoffströmen bzw. Stoffrückhalt und um Maßnahmen der Biodiversität. Schwieriges Wort, Artenreichtum. Die Hauptursache für den Faulschlamm sind ja wohl die Nährstoffe aus der Landwirtschaft. Stickstoff und Phosphor, die über die Beken und über die Auen dann in die Schlei fließen. Und hier setzt das Konzept auf Dialog und Beratung, um den Konsens zu einer gewässerverträglichen Flächenbewirtschaftung herbeizuführen. Und ich muss ganz deutlich sagen, wir von der FDP halten das für den richtigen Weg. Mir gefällt es sehr gut, dass dieses Konzept auf Dialog statt auf Bevormundung setzt, denn man kann Politik nicht gegen die Menschen machen, auch nicht Umweltpolitik. Die Wiederherstellung von Mooren, Neuwälder, hoffentlich natürlich durch natürliche Sukzession, Gewässerrandstreifen oder gar die Umwandlung von Ackerflächen in Grünland, all das geht nicht gegen die Landwirtschaft und das geht auch nicht gegen den Tourismus in der Region. Das Symptom Faulschlamm, das kann man auf zwei Arten angehen, mechanisch und auf biomechanische Weise. Und auch hier ist es uns wichtig, dass wir möglichst große Effekte für die Umwelt erzielen und gleichzeitig die Auswirkungen auf die Menschen in der Region klein halten. Denn das müssen für uns auch die zentralen Abwägungskriterien sein. Denn was ist denn gewonnen, wenn die Schlei erholt sind, ist es den Menschen in der Region danach aber schlecht geht. Das Problem im Wikingeck, das ist nicht neu, das wurde ja auch schon mehrfach gesagt, die Teerpappenfabrik hat vor ungefähr 70 Jahren zugemacht und hat uns erhebliche Altlasten im Boden hinterlassen. Es wird nun auch Zeit, also seit 70 Jahren redet man auch darüber, also es wird nun endlich Zeit, dass sie in sehr vielen Worten auch Taten folgen. Bislang war ja eins der Hauptprobleme, dass die Verantwortung und damit die Finanzierung wie der schwarze Peter hin und her geschoben wurde zwischen den verschiedenen Playern. Nun ist das Grundbuch geändert und der Eigentümer ist nun die Bundeswasserstraßenverwaltung. Und wer heute Morgen die Nachrichten gehört hat, der hat gehört, dass das die rechtliche Situation jetzt noch komplizierter machen würde. Ich meine, das mag ja stimmen, aber für sehr komplizierte Sachverhalte haben wir in den Ministerien auch sehr kluge Beamte sitzen. Wichtig ist doch, dass das Problem jetzt endlich angegangen werden kann. Ich freue mich deshalb, dass es nun eine Lösung mit allen Beteiligten aus Stadt, Kreis, Bund und Land in Aussicht steht. Das können wir von der FDP nur gut finden und das unterstützen wir natürlich. Die Probleme bei Schleimünde, die werden ebenfalls angegangen, aber das können wir nicht auch noch auf dieses Projekt aufsatteln, denn das geben die angedachten Kapazitäten dort einfach nicht her. Aber natürlich haben Sie und hat auch der SSW recht, wenn Sie da die Aufmerksamkeit anfordern und wir haben unseren Antrag auch dementsprechend ergänzt. Sehr geehrte Damen und Herren, unter dem Dach Naturpark Schlei haben sich Nutzer der Land- und Wasserflächen, Kommunen und Naturschützer zusammengetan, um auf Augenhöhe die Probleme der Region anzupacken. Augenhöhe, Gemeinsamkeit, Konsens, das sind die Zauberworte des Erfolgs. Mit ihrem unterschiedlichen Blick auf die gemeinsamen Probleme ergänzen sich die Akteure gegenseitig. Da fallen mir Parallelen zur Jamaika-Koalition auf.
Sie können ganz pragmatisch umsetzbare Maßnahmen festgelegt werden und genau davon wird Erfolg abhängen, von gemeinsam getragenen und auch umsetzbaren Maßnahmen. Und auch das ist eine gute Parallele zur Jamaika-Koalition. Uns Freien Demokraten geht es um die Menschen. Die erwarten nämlich von uns, dass wir bei ihnen bei der Lösung ihrer Probleme helfen. Und wenn wir den engagierten Akteuren vor Ort helfen können, nicht durch Bevormundung, sondern durch Konsens, eine gesunde Natur zu erhalten oder wiederherzustellen, dann ist das konkrete Hilfe für die Landwirte, für die Touristiker und Touristen, für alle Menschen in dieser Region. Und es ist eine gute Sache und das ist auch gut, dass wir dazu gekommen sind. Das Wort für die